Für den Buchsommerleserpreis 2020 nominiert ist das Buch Bis die Zeit verschwimmt von Svenja K. Buchner. Das Buch handelt von der 15-jährigen Helene, deren beste Freundin Cassie bei einem Amoklauf stirbt. Helene verliert sich in Schuldgefühlen, Wut, Trauer und Erinnerungen und lässt sich von niemandem trösten. Nicht von ihrer Familie, nicht von ihren Freunden. Auch ihr Reitpferd kann ihr nicht helfen. Sie sucht nach dem Warum, um zu beweisen, dass Cassies Tod nicht grundlos geschehen ist. Bei dieser Suche hilft ihr Erik, bei dem Helene sich sehr wohlfühlt, aber trotzdem denkt sie, dass sie Cassie verrät, wenn sie mit ihm zusammen ist. Wie die Suche aussieht und das Ganze endet, erfahrt ihr natürlich nur, indem ihr das Buch lest. Das Buch ist lesenswert, weil es ist emotional, spannend und realitätsnah. Es befasst sich mit einem wichtigen Thema und den verschiedenen Arten der Trauerbewältigungen. Außerdem hat die Autorin sehr authentisch geschrieben und die Geschichte berührt persönlich. Wenn ihr also wollt, dass dieses Buch den Buchsommerleserpreis 2020 gewinnt, dann lest es alle fleißig und stimmt dafür ab.